wie du dein Team führen solltest und wie du sie motivierst, erfährst du in diesem Video. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saad Chamo. Ich möchte euch heute als Teamleiter der A&M vielleicht mal erklären, wie schaffe ich es eigentlich jeden Tag, mein Team neu zu motivieren. Heutzutage ist es eigentlich mit das Wichtigste, dass du zufriedene Mitarbeiter kriegst. Die kommen aber nicht einfach so. Ja? Klar bringt jeder Mitarbeiter eine gewisse Motivation mit. Aber wichtig ist halt immer, dass sie ein Vorbild haben. Sprich, wie motivierst du Mitarbeiter am besten? Da musst du erstmal selber die motivierende Person sein. Du kannst nicht von deinen Mitarbeitern Motivation fordern, wenn du selber nicht die Motivation tagtäglich an den Mann bringst. Das heißt, sei ein Vorbild, Vorbildsfunktion wahrnehmen. Setze Ziele, die die Mitarbeiter motivieren können. Ja? Was motiviert einen Mensch, wenn er ein Ziel vor Augen hat? Setzt Maßstäbe, setzt Kennzahlen, sagt, wenn das und das erreicht wird, ja, dieses Ergebnis, dann können wir auch das und das machen. Ja? Kleines Beispiel bei uns, wir haben eine gewisse KPI bei uns im Unternehmen, eine gewisse Anzahl an Kampagnen zu schaffen. Wenn das alle schaffen, dann gibt es ein Essen aufs Haus vom Teamleiter. Ja? Es sind die kleinen Sachen, kleine Geschenke, kleine Anerkennung, die dein Team motivierter bekommen. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade heutzutage im Markt, wo, ich sag mal, heute vor 20 Jahren haben die Unternehmen sich die Mitarbeiter ausgesucht. Es gab genug Fachkräfte, es gab genug Personal überall und es war gar nicht so wichtig, die Mitarbeiter jeden Tag zu motivieren oder auch von sich selbst zu überzeugen. Man hatte die Qual der Wahl. Du hast das bestimmt gerade auch im Handwerk auch gemerkt, Fachkräfte sind Mangelware geworden. Ja? Und hier ist die Motivation umso wichtiger. Überzeuge sie von dir. Setz den Mitarbeitern ein Ziel und ein Ziel für das Unternehmen selbst. Sei immer selbst der Überzeugung, dass ihr stets wachsen wollt. Und gib deine Ziele offenkundig bekannt. Ja? Jeder soll wissen, wohin die Reise des Unternehmens gehen kann, wenn der Mitarbeiter die Motivation mitbringen kann. Und das muss nicht immer Geld sein. Ja? Erfolg muss nicht immer finanziell sein. Es ist auch die Perspektive, die du den Mitarbeitern tagtäglich bieten kannst, wohin zum Beispiel die Reise deiner Firma gehen kann. Das ist schon Motivation genug für die meisten. Und gib ihnen auch das Gefühl, dass wenn er seine Leistung, also stets motiviert arbeitet und seine Leistung bringt und vielleicht noch etwas drüber, dass er im Leben oder bei dir in der Firma und auch im Leben natürlich dadurch vorwärts kommen kann. Wie du deinem Unternehmen vielleicht noch ein, zwei Benefits hinzufügen kannst und dadurch deine Mitarbeiter ja motivieren kannst, dafür haben wir uns auch was überlegt. Das würden wir dir gerne erklären. Buch dir doch mal ein kostenloses Erstgespräch, dann sehen wir uns vielleicht bald in dem Gespräch und dann zeige ich dir, wovon auch du profitieren kannst.